Mike Krause TV und den Thief Simulator, den spielen wir heute, den schauen wir uns heute an und dann schauen wir mal, ob wir auch ja, den einen oder anderen Diebstahl hier machen können. Ich grüße euch alle aus nah und fern. Meine Stadt, mein Revier. Und wir sind hier bei Thief Simulator. Nein, American Thief Simulator heißt das Ding. Fuck! American Thief Simulator 80er Jahre. Und wir gucken mal, was hier mit Jack los ist. Wir sind dabei. Wir schleichen noch ein bisschen rum. Ach man. Aber die Trottel haben das Fenster aufgelassen. Ey, geile Badewanne, oder? Würde ich auch gern. Zeig mal. Nehme mit, hat keiner gesehen. Spiegel ohne Spiegelbild. Ja, geil. Super. Wir sollen den Wachmann folgen. Ein oder andere einpacken. Da ist er. Der da mit seiner Hand. Der tot. Na, da läuft der Wachmann. Der ist er weg. Geiles Gemälde, ne? Of himself in his bedroom? Must be how he gets in the mood. Fuck. You must be new here, cause you see. Ja, ich bin neu. Und? Mayor's house. I bet the tour guide didn't spell that out. Direkt erwischt worden. But don't worry. I'll set you up in the best hotel in town. Welcome to Shady Woods. Mitten in die Fresse. Super. Wir wieder im Knast. Da, wo wir dreckige Ratte hingehören, wa? Caught by a small town cop? I bet you're glad it's off the books. Sunrise Motel. Ah. Room 2. Da hat jemand was fallen lassen. Dankeschön. Schlüssel nehmen wir uns doch gerne hier. Mit. Oh, kann ich leider nicht benutzen, egal. Okay. Lass uns einmal hier rausgehen. Sieht komisch aus. Ja, er sieht nichts. Ich habe mich fast gehabt, ne? Kein Tresor, ich habe kein Brechzeug. Habt ihr mein Brechzeug gesehen? Ich brauche mein Brechzeug. So, wir hauen jetzt erstmal hier ab. Oh, ich bin immer draußen. Immer schön und gut. Super.
Dispatcher. Nimm den Bus. Ich breche aus dem Knast aus und nehme den Bus. Ich mich lieber hier vom Acker mache. Ja. Genau gegenüber vom Polizeirevier. Ja, das machen wir. Und wir fahren dann hier zum Motel. Kostenlose Busreise. Super. So, wir fahren uns an. Motel gehen. Machen wir das mal. Boah, war ein anstrengender Tag. Erwischt worden von den netten Herren in Grün. Telefon. Telefon. Du bist noch im Dienst, aber du wirst nicht einfach aufhören. Okay, ich muss von ganz unten anfangen, weil ich ja, Scheiße gebaut habe. So, unser Auto. Breche ich auf den Parkplatz und steige in dein Auto. So, tagsüber. Kleines verschlafenes Städtchen hier. Guten Tag, ich grüße Sie. Guten Tag. Fällt gar nicht auf. Endlich haben wir unsere Karre wieder hier. Was für ein Traum von einem Auto. Ein SET, ein Set. Ja, ein Set Lorry fahren wir. Set Lorry, die Marke der 80er Jahre. Exklusiv bei uns hier im Stream. You're Jack. I know by that look in your eye. You got that face like you're looking for snacks. Erkenne es an meinem Blick, dass ich Jack bin. Yeah, I know who sent you. So okay. Here's the deal. Ich brauche einen Dieb. A better one who doesn't sound like a hobo flipping over a trash can every time he goes around the back. Listen up. Der könnte auch bei dem Moonshiner mitspielen, der Typ, ne? Der sieht doch aus wie so ein Moonshiner, oder? Okay, egal. Alles gut, ich hab's verstanden. Das Motel? Ich will den einmal markieren, den Typ. Würde ich irgendwie falsch an den Joey markieren? Okay. Da kommst du rüber. Da ist kein Stacheldraht. I should steal something while I'm here. Ja klar, wir können etwas klauen, wenn wir schon mal da sind. Wir nehmen etwas mit. Was haben wir denn hier? Schuhe. Kassetten. Nee, Schuhe bringt, glaube ich, mehr Geld als Kassetten. Die Kassetten, da war ein bisschen mehr. Mein Dings. War schon mal Bargeld. Ah, ist nichts Gescheites drin. Ah, Geld, jawohl. Wieder Geld gefunden. Hat ein Spieler viel wert ist? Ich weiß es nicht.
das nicht mitbekommen, dass wir da sind. Okay, er hat das Motorrad auseinandergenommen. Also Kassetten seitlich. So, wir hauen ab. Wir waren nie da. Ihr habt nichts gesehen. Wir verpissen uns gerade mal. Einmal zur Bar. Wir müssen Bericht erstatten. Bescheid geben, was hier los ist. Üb. Das kann ich nicht erstmal jetzt so. Mr. Moonshiner. How you doing? I want me some justice. Go steal me whatever. You get me from them the fair market value of my bike. Oh, and break. Okay, sollen wir es kaputt machen, mal stehen. Du kannst deine Beute im Brandhaus kaufen. Guten Tag, ich hätte da was zum Verkaufen. Du bringst jetzt nicht der Burner, ne? Plattenspieler. Schön, danke schön. Die Motorradteile aus dem Container. Oder schon wieder hin. Das ist doch angenehmer. Gar nicht mit, dass ich hier bin. Das hilft nichts. Boah, ey, ihr Schweine. Ihr Schweine. Ach, der hat die Motorteile gar nicht mitgenommen. Oh nein. Na ja, ich muss erstmal die Motorteile holen. Martin hatte gefragt, ja. Ja, ist manchmal schwierig mit dem Plattform, ich weiß. Da muss man die Verkehrsregeln. Einmal zur Bar. Ja. Aber die Tür nicht auf. Den Mülleimer. Oh, bitteschön, hast du dein Zeug. I heard about what you done over there and I like it. That's good. Because I got more work for you already. I'm thinking I ought to invest in some rare vinyls. Oh. Problem is, the best ones ain't on the market. Word is, the best ones are on 701 Cedar Drive. This time, don't break nothing. Yeah. Okay, okay, okay. Schallplatten oder so. Vier Schallplatten soll ich stehen. Habe ich noch was fürs Pfandlerhaus hier?